Helligkeit nur unterbrochen vom Glitzern der kanalisierten Amazonasarme. Aber es stürzten zu wenige ab. Die klebrige Wolke seiner schwirrenden Heerscharen erwies sich als unaufhaltsam. Der Himmel glühte in einem finsteren Orange, wie das Feuer, das die Fliegen bringen würden. Unweigerlich kamen sie näher und bliesen Flammen über den Schützengraben. Sofort wurde es hell, laut, irr. Rahel schoss. Rahel spürte, dass es ihren Anzug auflöste. Am Bein, dass dort Schmerz hindurchdrang, als umgäbe sie dort draußen Schmerz statt Luft, und sie stecke nur in einer dünnen Schutzhülle, die nun langsam aufbrach, zerbröckelte. Sie schrie. Etwas stürzte herab, Wrackteile von einer Fliege. Sie drangen durch diese Schutzhülle und schnitten tief in ihre Schulter, in ihren Arm. Sie trennten das Voltage 4 von ihr zusammen mit ihrer Hand. Rahel brach schreiend zusammen. »Aber das ist doch Wahnsinn!« hörte Rahel ihren Mann noch in Gedanken. »Sie können doch nicht innerhalb von einem Tag den Krieg erklären und ihn dann auch noch vor unserer Haustür tragen, verdammte Luciferaner!« Rahel stand mitten in einem Straßenzug. Überall ragten die Wohntürme Brasilias auf, die Heißkais, die Obstplantagen daran brannten bereits an mehreren Stellen. Die fruchtbare Hülle darum war zerrissen, die speziell angereicherte Luft entwichen. Rahel kommandierte eine kleine Einheit. Sie hatte sich gestern noch mit ihrem Mann über das nächste Urlaubsziel unterhalten. Er hatte unbedingt verreisen wollen, nicht nur virtuell, wie sie es sonst immer getan hatten. Er hatte gesagt, die Kinder seien nun alt genug. Zwei Kinder hatte Rahel. Sie liebte die beiden sehr. »Nur deshalb stehe ich nun hier«, dachte sie. »Nur ihretwegen kämpfe ich um diese Stadt, statt zu fliehen.« Die Mutterliebe machte sie stark. Sie gab mit Handzeichen die Kommandos. Wollten die Luciferaner die Stadt einnehmen, brachte es nichts, die Wohntürme niederzubrennen. Sie mussten die Stadt zu Fuß erobern. Oder zumindest mit ihren kleinen Fahrzeugen. Rahel beorderte ihre Kommandoeinheit. Teresa deckte den kleineren Diego. Rahel schoss eine Rauchgranate zur Deckung in die Straßenschlucht. Wie dreckig und dunkel es hier unten war. Als lohne es sich gar nicht, Brasilia zu retten. Doch Rahel wusste, dass es sich lohnte. Brasilia schlug von innen heraus wie ihr eigenes Herz. Und alles, was sie liebte, befand sich darin. Ihre Einheit rückte vor, dorthin, wohin niemand mehr vorrücken wollte. Dorthin, wo die Schlacht tobte. Eine panzerbrechende Granate, kein Hehl mehr um Freund und Feind. Und dann weiter vor. Beschuss von schräg oben. Diego wurde zerfetzt. Teresa wurde vom Rest der Einheit getrennt. Rahel ortete sie noch in ihrem Kopf. Erstaunlich, was mit Technik alles ging. Sie wusste genau, wo Teresa sich befand. Doch dort nutzte sie ihr nichts. Sie fielen den Luciferanern in die Flanke. Dass sie es nicht nur mit Bodentruppen zu tun hatten, sahen sie zu spät. Ihr Gegner war ein kleiner Run-Tank, eine Kapsel mit 8 Beinen, die 4 oder 5 Luciferaner transportierte. Die Run-Tanks konnten nicht nur horizontal wandern, sondern auch über Hindernisse, an Wänden hinauf und mit ihren spitzen Beinen durch Menschenmengen kraxeln. Das spinnenartige Gefährt machte einen raschen Satz wie ein Raubtier, orientierte sich, die Kapsel drehte sich beinahe geräuschlos, leise summend wie ein Elektromotor. Es sah aus wie ein Lebewesen, wie etwas Dämonisches, eine Ausgeburt der Hölle. Er ist wohl doch der Leibhaftige, dachte Rahel, als eines der Beine in ihre Bauchgegend eindrang und über sie hinwegstampfte, als wäre sie nichts. Brasilia war zu lange unabhängig gewesen. Der Belzebub hatte sich die Mesoamerikas einverleibt, hatte die Agenten seiner schwebenden Stadt auf den Pfeilern aus gigantischen, ausgebrannten Hochhausruinen in allen Richtungen bis zum schwindenden Meer hin eingesetzt. Wohin das Meer verschwand, wusste niemand so genau. Angeblich versank es in Schrunden, die sich in Russland auftaten. Das Land jedenfalls erhob sich auf des Teufels Befehl, und so weitete er seine ganz persönliche Hölle auf Meso aus. Jeder wusste, dass der Heiland auf dem Zuckerberg schlief und sich erheben würde, wenn der Teufel zu nahe käme. Jeder wusste das. Und vielleicht hatte es jemand darauf angelegt, dass Brasilia erobert wurde, dass die Heerscharen des Teufels weiter in den Osten zogen, um zu plündern. Damit würden sie dann den Heiland wecken, und dann würde es endlich den Kampf um das Gute auf der Erde geben, den sich auch die Telepriester so sehr wünschten. Rahel wünschte sich das auch. Wer würde sich nicht wünschen, dass es auch einen Heiland gäbe? Solche Gerüchte hatte Rahel nun in den 3 Wochen des Kriegs um Brasilia gehört. Sie selbst hatte noch am Morgen ihre Kinder verabschiedet. Es waren 2, ihr ganzer Stolz. Sie waren evakuiert worden, weiter nach Südosten, Richtung Küste. Rahel hoffte, dass man den Belzebub vorher stoppen würde. Sie würde alles tun, um ihn von ihren Kindern fernzuhalten. Sie würde sogar ihr Leben geben. Entschlossen stand Rahel in der vordersten Reihe, direkt an der zerborstenen Brüstung, mit einem neuen Voltage-5-Werfer in der rechten, einem recht handlichen Teil für diese hochexplosive Schlagkraft. Es war ihr erster Einsatz. Sie würden die Bomber des Feindes vom Himmel holen. Der Voltage-5 verlangte nach ihrer Kennung. Fingerabdruck, brummte Diego zu ihrer Rechten. Sie verzog den Mund. Was für ein überflüssiger Dreck. Wer programmierte eine Fingerabdruckkennung in diese Dinger ein, wenn doch die Soldaten, die sie bedienen sollten, schwere Schwarze...